Weihnachtszeit ist Wunschzeit und ein Wunsch, respektive zwei Wünsche, sind hier in letzter Zeit sehr, sehr oft eingetrudelt. Raphael, kannst du uns etwas über deinen Mac erzählen, den du dir eben gekauft hast? Und Raphael, kannst du uns dein offensichtlich neues Studio zeigen? Nun, Studiotouren mag ich nicht besonders. Diese mein Auto, mein Haus, mein Studio-Mentalität auf YouTube mag ich nicht so. Zudem bin ich noch überhaupt nicht fertig und am Basteln hier. Was ich aber zeigen kann, ist mein Pult hier. Und da spielt der neue Mac eine entscheidende Rolle. Ich wurde oft gefragt, Raphael, was hast du denn jetzt für einen Mac gekauft? Ja, ich hab's während dieser Talksendung mit Jean-Claude und Lorenz, da habe ich schon ein bisschen angetönt und auch sonst mal wieder. Und ja, die Katze ist aus dem Sack, der iPad-Fan hat sich tatsächlich einen Mac gekauft. Den hier. Halte ich es überhaupt richtig rum? Nein, so. Genau, ich habe mir einen Mac Mini gekauft an Black Friday, da war er noch 100 Franken billiger bei Apple. Welchen habe ich mir denn gekauft? Ich habe mir den billigsten gekauft mit gerade mal 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Einen Luxus habe ich mir geleistet, nämlich das schnellere Internet, den schnelleren LAN-Anschluss. Standardmäßig ist ja der 1 Giga drin, ich habe mir den 10er gekauft. Weil, jetzt kommen wir zur Überlegung, warum ich mir diesen Mac gekauft habe. Ich möchte nächstes Jahr ein bisschen mehr Livestreams und Live-Sachen ausprobieren hier auf YouTube. Und da brauche ich einen Mac, weil auf dem iPad funktioniert das einfach nicht. Nein, es ist einfach so schade, dass das nicht geht auf dem iPad. Darum dachte ich mir, der Mac Mini ist eigentlich der ideale Computer für mich. Er ist klein, er kostet nicht die Welt. Was hat er mich gekostet? Schlussendlich etwa 700, 800 Franken. Und er kann eben alles, was ich für Livestreams brauche. Er hat ganz viele Anschlüsse hinten, die zeige ich euch nachher gleich. Und er hat eben sehr, sehr schnelles Internet, weil ich habe ein sehr schnelles Glasfaser-Internet, die 10 Giga Leitung. Und da wäre es ja ein bisschen verschwendet, wenn ich das nicht nutzen würde. Und ja, dank dem schnellen Anschluss habe ich jetzt unglaublich schnelles Internet auf diesem Mac Mini. Speicherplatz ist... Ja, 256 ist nicht wahnsinnig viel, aber reicht für mich völlig. Zudem habe ich einfach eine externe Festplatte angeschlossen. Aber ich würde sagen, komm, wir schauen uns den Mac Mini mal an, wo der steht. Der steht nämlich da hinten. Ja, da habe ich ihn. Im Regal steht das gute Teil, verbunden über das LAN-Kabel logischerweise. Ansonsten bei den Anschlüssen, was habe ich alles eingestöpselt? Da kommen wir nachher bei der Tischtour sowieso noch dazu. Das Entscheidende und Spannendste, was ich noch eingestöpselt habe, nebst dem sehr, sehr schnellen Internetkabel, ist eine externe Festplatte. Die habe ich hier schon mal vorgestellt. Die habe ich mir eigentlich fürs iPad gedacht, aber sie hat sich jetzt hier am Mac Mini noch viel, viel besser bewährt. Ich kann darauf alle meine Final Cut-Projekte lagern und problemlos schneiden. Der M1 da drin ist schnell genug, der Anschluss ist schnell genug, geht problemlos. Klar, auf dem brandneuen MacBook Pro ist alles noch ein bisschen flüssiger und so, aber reicht für mich völlig. Wirklich eine gefreute Sache, da die Box da unten. Aber jetzt, wo ich schon vom schnellen Internet geschwärmt habe, das wollen wir uns ganz schnell anschauen. Wir können das live mal ausprobieren. Schwupps, Maus daher. Nicht in der Zeit, wenn ich da nach da hinten gucke, da steht nämlich der Bildschirm und los geht's. Ja, rasend schnell das gute Ding. Ich habe da auch verschiedene Messungen schon gemacht. Immer irgendwo so zwischen, ja, irgendwie so um 7, 8 rum runterladen und irgendwo so 4, 5, 6 raufladen. Wirklich surreal schnell. Man ist dann sehr, sehr schnell verwöhnt vom Ganzen. Und was ihr jetzt auch schon gesehen habt, ist mein Bildschirm. Ja, das ist ja das Problem mit dem Mac Mini. Das gute Ding hat halt keinen Bildschirm. Ja, es hat eigentlich gar nichts. Fangen wir mit dem Bildschirm an. Das war ein bisschen eine Tortur, ehrlich gesagt. Ich habe einen uralten Samsung-Bildschirm, den ihr da gesehen habt. Das Design nicht mehr ganz frisch. Aber ich will mir ja keinen neuen Bildschirm kaufen, jetzt nur wegen dem Mac Mini.
Ich habe ihn erst über HDMI angeschlossen und es hat und hat nicht funktioniert. Ständig dieser Regenbogeneffekt. Ach, es war zum Verzweifeln. Ich habe alle HDMI-Kabel durchprobiert, aber immer dieser Regenbogeneffekt. Und zwar sowohl mit dem neuen Mac Mini wie auch mit dem neuen MacBook Pro mit dem M1 Max-Prozessor. Alle anderen Geräte in meinem Haushalt hatten überhaupt kein Problem mit dem HDMI und diesem Monitor. Das 2013er MacBook Pro hat funktioniert, jedes iPad hat funktioniert, der Apple TV hat funktioniert, nur dieses vermaledeite M1 Mac Mini Dings hat nicht funktioniert. Ich war nachher am Verzweifeln, dann hatte ich die Lösung. Ich habe in einem anderen Video schon mal erzählt, Hersteller schicken mir hin und wieder Sachen, die ich eigentlich nicht bestellt habe. Und das ist meistens mühsam, weil ich habe wirklich keine Zeit, um alles zu testen, aber... Wo habe ich es hingelegt? Die Firma Ugreen, die ich ja unglaublich schätze wegen dem tollen 100 Watt Netzteil, was ich immer wieder empfehle und täglich überall verwende, hat mir auch das hier geschickt. Einen HDMI-Switch. Ja, das ist, wenn man mehrere HDMI-Geräte an einen Bildschirm anschließen möchte. Und ich dachte mir, was soll ich denn damit, bitteschön? Ich brauche das wirklich nicht. Unser Fernseher hat genug Anschlüsse und sonst will ich das hier auch nicht. Aber dann hatte ich plötzlich die Lösung für mein Bildschirmproblem. Ich habe ein Apple TV genommen, angeschlossen an den Ugreen Switch, den Bildschirm angeschlossen und den Mac Mini angeschlossen. So konnte ich tatsächlich den, es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe den Mac Mini eingerichtet in diesem Regenbogenmodus. War gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, da immer zu erraten, was jetzt was wohl ungefähr heißen müsste. Und dann, als ich endlich alles eingerichtet hatte, habe ich ihn per AirPlay mit dem Apple TV verbunden. Ja, der Apple TV sozusagen als Bildschirmersatz für den Mac Mini. Ein Riesenhack von mir, aber hat funktioniert. Und dank dem Ugreen Switch muss ich dann immer nur auf der Fernbedienung Knopf drücken und zack, hatte ich dann wieder das gute Bild. Gut, es war immer ein bisschen schwierig, da oben rechts den richtigen Knopf zu erwischen, dass ich dann auch das AirPlay wieder aktiviert habe. Aber es war natürlich kein Dauerzustand. Ich hatte dann doch noch eine andere Idee, weil der alte Samsung-Monitor hier, der hat auch einen DVI-Eingang. Ja, das ist dieser alte Bildschirmeingang von früher. Habe ich mir einfach bei Digitec, dem Schweizer Amazon, für 10 Franken so ein ganz billiges HDMI auf DVI-Kabel gekauft. Und siehe ja, seither funktioniert er tadellos, der Mac Mini, mit dem alten Samsung-Bildschirm. Das war Stolperstein Nummer 1 für den neuen Neu-Mac-Nutzer. Stolperstein Nummer 2 waren Tastatur und Maus. Ja, ich verwende ja sehr, sehr gerne die hier, meine MX Keys von Logitech. Wenn ihr mich fragt, beste Maus und beste Tastatur, ich verwende die sehr, sehr gerne. Funktionieren super mit iPads. Man kann auch immer mehrere iPads parallel damit verbinden, weil oben hat es diese drei Knöpfe, wo man es zack, zack, zack zwischen drei Geräten hin und her wechseln kann. Alles per Bluetooth funktioniert tadellos. Nun, am Mac Mini hat es überhaupt nicht funktioniert. Als ich ihn einrichten wollte, wie gesagt, in diesem Regenbogenmodus, hat es irgendwie nicht funktioniert mit der Tastatur und der Maus. Ich hatte zum Glück aber noch zwei andere Geräte zur Hand. Zum einen mein Trackpad von Apple, was ich eigentlich auch fürs iPad habe. Ganz praktisch. Und eines meiner ältesten Apple-Geräte überhaupt, mein uraltes, wie heißt es, Magic Keyboard. Noch das mit, was man mit Batterien betreibt. Das habe ich mir damals 2010 zum ersten iPad gekauft. Und das hatte ich zum Glück auch noch da. Da schnell Batterien rein und mit Trackpad und dem hier hat es sofort funktioniert mit dem Mac. Ja, Installation damit war kein Problem. Die Logitech und Maus und Tastatur haben nicht richtig funktioniert damit Bluetooth. Ich war natürlich wie immer verzweifelt, habe den Kollegen Jean-Claude gefragt, was soll man denn da machen? Weil es hat auch sonst immer so ein bisschen gezickt. Man konnte sich nicht einloggen auf dem Mac mit der Logitech-Tastatur, mit Apple-Tastatur immer sofort und er hat dann gefunden, man soll dieses kleine Dongle-Ding sie hinten ranstecken mit dem Logitech Unifying oder wie das Zeugs heißt, da mit dem Logitech eigenen Funkzeugs. Und siehe da, damit hat's
funktioniert. Ich musste dafür allerdings einen Steckplatz opfern, was mich ein bisschen gewurmt hat, aber auch da hatte ich nochmal Glück, wie gesagt. Ugreen hat mir da noch ein paar andere Sachen geschickt, in der Hoffnung, dass ich die auch gut finde. Unter anderem diesen USB-C Multifunction-Adapter. Der hat ja einfach aus einem USB-C-Anschluss zwei USB-A-Anschlüsse macht und noch HDMI hat und SD-Karten und alles. Und siehe da, der hat sich auch noch bewährt. Also all die Sachen haben sich als Retter in der Not erwiesen. Ja, und jetzt läuft der Mac Mini da unten und ich muss wirklich sagen, ich bin außerordentlich zufrieden damit. Für was nutze ich ihn aktuell? Aktuell nimmt er den Ton auf für dieses Video. Ich habe das immer sonst übers iPad gemacht. Ich habe da das Wave XLR von Elgato eingesteckt und los ging's. Aber man musste da häufig dann die Aufnahme nochmal stoppen und nochmal neu anfangen, dass das iPad erkannt hat, dass ein Audio-Interface dranhängt. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Hack. Am Mac funktioniert's einfach. Ich muss wirklich sagen, das ist ein großer Gewinn. Ich kann mich jetzt einfach hier hersetzen, Mac einschalten, Aufnahme drücken und es läuft und es ist zuverlässig und funktioniert. Ja. iPads und Zubehör sind halt leider immer noch ein bisschen eine Bastelei. Da hoffe ich sehr auf das nächstjährige iPadOS, dass es damit besser wird. Ja, als Aufnahmegerät hat sich der Mac hier wirklich schon sehr, sehr bezahlt gemacht. Was habe ich sonst noch beobachtet jetzt am Mac Mini? Zwei Sachen sind mir aufgefallen, die mich unglaublich nerven. Ja, wo wir es vor Tonaufnahmen haben, wenn ich die Tonaufnahme aus dem... Ich nehme immer das Standardaufnahmedings, wie heißt das eigentlich von Apple? Sprachmemos. Wenn ich die Aufnahmen daraus per Drag and Drop in Final Cut werfen kann, geht das nicht. Ich muss sie immer erst auf den Schreibtisch ziehen und von da kann ich sie dann in Final Cut werfen. Mit Fotos ist das übrigens dasselbe. Das ist mir wirklich ein Schleierhaft, warum das nicht besser funktioniert. Irgendwie ist die Fotos-App auf dem Mac noch nicht so wirklich integriert. Auf dem iPad funktioniert das so super. Man nimmt einfach ein Video aus der Fotos-App, zieht es in LumaFusion und zack, ist es da. Macht man das auf dem Mac, kommt man dann kommt ein Screenshot an und kein Video. Also ja, da gibt's durchaus noch Verbesserungspotenzial. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, ich bin außerordentlich zufrieden mit meinem Mac Mini. Aber ich habe ja gesagt, wir sprechen nicht nur über den Mac Mini, ich zeige euch auch noch ganz schnell, was denn sonst noch jetzt so am Mac Mini hängt und was hier alles auf dem Pult rumsteht. Was nicht am Mac Mini hängt, was aber unglaublich wichtig ist mit dem Mac Mini, sind die Kopfhörer. Ja, Anfängerfehler, als ich mein erstes Video auf dem Mac Mini schneiden wollte, hatte ich keine Kopfhörer zur Hand. Ja, der Mac Mini hat Lautsprecher, aber die sind so grottenschlecht und der Mac Mini ist auch ziemlich weit weg, also das hat dann sehr, sehr schlecht geklungen. Jetzt habe ich... Die Kopfhörer immer zur Hand, die braucht man halt auch beim Mac Mini. Ja, der Mac Mini gilt ja immer so als Einstieg in die Mac-Welt, aber ist natürlich auch eine wunderbare, wie soll man das nennen, Startrampe, um neue Käufe im Apple-Kosmos zu ermöglichen. Ich habe zum Glück vom iPad her schon praktisch alles, aber ja, der Mac Mini ist der billigste Apple-Computer oder der billigste Mac, aber es braucht halt dann sehr viel Zubehör drumherum. Dann wird es sehr, sehr schnell deutlich teurer. Also man darf sich da nicht blenden lassen. Ich bin da auch ein bisschen reingerannt, aber ich habe hier schon genug Plunder. Das hier habe ich gezeigt. Was muss man noch zeigen? Alles, was da oben hängt, seht ihr natürlich nicht. Da hängt zum einen meine Sony A7 III. Das ist meine oben drüber Kamera. Ich kann da mal reinwinken. Hallo, hallo, hallo. Die hängt da oben an so einem Elgato-Arm dran, das ist ausgesprochen praktisch. So kann ich viel, viel schneller arbeiten. Früher, als ich nur eine Kamera im Einsatz hatte, musste ich immer alles erst da vorne reinsprechen, dann alles nochmal filmen, wo ich es von oben habe. Und jetzt geht es deutlich schneller, ist wirklich sehr effizient. Was auch da oben hängt, ist mein Octava-Mikrofon. Das habe ich so in einer selbstgebastelten Drahtkonstruktion von der Decke bambeln, das ist wirklich... So praktisch, da brauche ich hier keine Lavalier-Mikrofone oder irgendwas ranhängen. Und man sieht es nicht, weil es genau hier oben hängt. Ist genau knapp aus dem Bild. Alles eine Frage der Perspektive. Das hat sich hier auch sehr bewährt. Das geht dann über das große Kabel hier runter in das Wave XLR, was ich vorhin ja schon erwähnt habe. Was ich jetzt nicht brauche, ist das Atem Mini. Das habe ich mir mal geleistet, um mit Live zu experimentieren. Da kann ich zwischen verschiedenen Kameras hin und her wechseln, wenn ich YouTube Live mache. Ist auch ganz, ganz großartig. Das steckt alles im Mac Mini drin, alles sehr zuverlässig. Vorher hatte ich es in meinem MacBook, was halt ein bisschen problematisch ist, weil das MacBook nimmt man auch mal wieder mit, nimmt es weg und ja, und das bewege ich ja nicht. Das ist jetzt alles ganz fix da und funktioniert super. Was steht sonst noch auf dem Pult rum? Ein paar weitere Mikrofone.
Ja, spannend ist eigentlich noch die Lichtfrage. Das ist auch immer ganz spannend. Ich habe hier vorne diese zwei Elgato Keylights, die ich schon bei mir in der Wohnung noch hatte, als ich das jeweils in der Stube gemacht habe. Da sind sie perfekt, weil sie halt keinen Raum brauchen, weil sie schnell abgeräumt, aufgebaut sind, super zuverlässig. Hier im Studio brauche ich sie ehrlich gesagt ein bisschen weniger oft. Was ich dafür sehr häufig brauche, ist mein größeres Aperture-Licht, was ich mir auch mal noch gekauft habe mit so einer Softbox dran. Das macht unglaublich schönes Licht und das macht wirklich sehr viel aus. Das habe ich anfangs ein bisschen unterschätzt. Ja, großer Gewinn, das Ding. Was habe ich sonst noch auf dem Pult, was man zeigen müsste? Ja, nicht so viel, weil ich habe wirklich aufgeräumt. Ja, noch weitere Mikrofone, falls ihr die noch sehen wollt. Wenn ich viel Zeit habe und oder Voice-Overs mache, was ich in letzter Zeit ein bisschen weniger gemacht habe, dann nehme ich immer mein Earthworks-Mikrofon. Ganz tolles Mikrofon, ich liebe es. Ich bin alter Radiomann und großer Mikrofonsnob und an dem habe ich sehr viel Freude. Wenn es ein bisschen schneller geht, nehme ich das hier. Das ist das Elgato Wave 3. Ganz praktisches Mikrofon mit USB-C. Kann man direkt am iPad auch anschließen, ohne irgendein Interface und ohne XLR-Kabel. XLR-Kabel sind immer ein bisschen mühsam und ja, Mikrofone mit XLR-Kabel sind ein bisschen wie Mac Minis. Auf den ersten Blick billig, aber danach ziehen sie einen Rattenschwanz an Investitionen mit sich, die man auch beachten muss. So. Wieder weg damit. Habe ich noch etwas vergessen, was ich euch noch zeigen musste? Ich glaube, das war's. Falls ihr noch Fragen habt zu meinem Gebastel, ruhig unten in die Kommentare damit. Falls ihr Tipps habt, wie man das alles noch ein bisschen besser machen kann, immer her damit. Und falls jemand meint, man könne die Kabel noch ein bisschen besser verstecken, oh ja, das kann man. Aber weil ich noch nicht so ganz sicher bin, was wohin kommt, was welche Funktion hat und wo es dann schlussendlich wirklich steht, habe ich mir noch keine Mühe gemacht, die Kabel richtig schön zu versorgen und zu verstecken. Zudem, das ist das Schöne an Video, da kann man einfach die Kamera hier hinstellen und man sieht praktisch keine Kabel. Außer hin und wieder habe ich hier oben aus Versehen ein Kabel hängen, was ich, wenn ich nicht aufpasse, was da ins Bild hängt. Aber die Kollegen Jean-Claude und Lorenz, als sie zu Besuch waren, waren schon erstaunt, was hier für eine Unordnung herrscht. Aber im Video sieht man das jeweils nicht. Das ist schon der große Vorteil von Video. Also falls ihr Fragen habt oder Tipps, ruhig unten in die Kommentare damit. Falls das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Falls nein, Daumen nach unten. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal und dann hoffe ich, dieses kleine Weihnachtswunschvideo aus der Community, aus den Kommentaren hat gefallen. War nicht allzu lang. Wie lange haben wir jetzt geblieben? Na doch, war wieder viel zu lang, aber ist ja Weihnachten. Da haben wir alle ein bisschen mehr Zeit. So, dann wünsche ich frohe Weihnachten, frohe Festtage, frohes neues Jahr und ja, dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.